Und es geht weiter bei Let's Play Final Fantasy 8. Ja, was gibt's Neues? Eigentlich nicht so viel. Also, ich habe bis jetzt eigentlich nicht so wirklich viel gelevelt, weil ich dachte mir, das mache ich erst, nachdem ich das Grab des unbekannten Königs fertig habe. Ja, wie man sieht, mit Quetzalcoatl habe ich eigentlich nicht so viel gelernt. Shiva eigentlich auch nicht so wirklich. Ja, Ifrit, Lucifer noch weniger. ja, ich habe eigentlich ganz, ganz wenig gelernt. Gegner 0% habe ich zum Beispiel gelernt. Was gibt es noch? Ja, außer dass ich Gegner 0% auch angelegt habe. Das werde ich aber gleich, wenn ich beim Grab des unbekannten Königs bin, wieder ablegen. Weil die Gegner hier, die One-Hitte ich schon und das ist nicht sehr schön. Apropos One-Hitten. Das fällt mir jetzt auch wieder ein. Ja, der gute Squall hat nämlich jetzt eine neue Waffe, der Schneidetrigger. Und Rino hat die Valkyrie. Schneidetrigger ist die zweite Verbesserung für Squalls Waffe. Während Valkyrie die erste Verbesserung ist. Levitas! Ja, Levitas wird hier eigentlich ziemlich nützlich sein. Protes auch. Ich habe jetzt leider nicht so viel Zauber gezogen und sowas, weil, wie gesagt, ich one-hitte die Gegner hier in dem Gebiet. Apropos, das könnte ich... Was mache ich eigentlich hier? Auf Gegner 50% mal umwechseln. So, wir sind im Grab des unbekannten Königs. Das Königsgrab selber ist, ja, mehr simpel aufgebaut. Schüler Nummer 143. Ich meine, die müsste man abgeben, aber es gibt hier noch ein paar andere Sachen, die man machen kann. Jetzt lasst mich mal eben überlegen. Ich glaube, hier müsste ich erstmal lang. Ja. Nee. Ihr da, was macht ihr hier? Ja. Die Statue ist zu Leben erwacht. Was kann man von ihr ziehen? Shell, Protoss, Tobsucht, Engel. Oh, Engel will ich jetzt aber ein bisschen ziehen. Engel ist schön. Engel finde ich hervorragend. Ja, der heilt sich natürlich jede Runde. Aber mit den Sachen, die ich schon habe, da müsste es eigentlich klappen. Ich ziehe nur noch ein paar Runden Engel und sowas, also. Obwohl, ich könnte eine für sich das auch offscreen machen. Also, dass ich dann nochmal bis zu der Stelle hin zocke, wo ich dann eben halt aufgehört habe. So, Rinoa. Die macht natürlich wenig Schaden und jetzt. Na, jetzt habe ich natürlich den Trigger nicht aktiviert. Aber man sieht schon, wie viel Schaden meine Truppe reinhaut. Das sollte also weniger das Problem sein. So. Ihr seid ja stark!
So. Rinderkacke, ihr werdet das büßen. So, damit haben wir den ersten Punkt aktiviert. Und, ja, ich weiß natürlich, wie es auch schon längst weitergeht. Also, das... Der Dungeon ist jetzt nun nicht wirklich kompliziert aufgebaut, also... Das Beste bei mir ist, ich habe sogar die Karte im Kopf. Von daher kann ich da richtig schon durchgreifen. So. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mein Seed-Level sinkt, wenn ich die Karte aufrufe. Oh. Auf jeden Fall, wir befinden uns jetzt so ziemlich auf der gegenüberliegenden Seite, wenn ich das mal so sagen darf, schon mal. Also vorerst waren wir auf der... kartenmäßig auf der rechten Seite, dann dort, wo wir Levitas gefunden haben, das war ganz oben, und jetzt sind wir auf der linken Seite. Mit Vitra. Auch nicht schlecht. So. Und ich meine, man muss... Warte mal eben. Hat hier vielleicht noch was irgendwie? Nein. Und jetzt müssen wir... Meine ich zur Mitte hin. Dazu gehen wir jetzt geradeaus. Noch weiter geradeaus. Und zu dem Punkt müssen wir. Und ich habe jetzt gesehen, die Zugbrücke müsste hier, dann dort und dann dort sein. Auch nicht, dann war das auf der anderen Seite. Habe ich mich versehen. Das machen wir ganz einfach. Da gehen wir dann geradeaus weiter. Dort haben wir dann hier diesen Bogen. Dann gehen wir hier lang. Geradeaus eigentlich, aber wir müssen kämpfen. Jetzt haben wir hier... Ach, wie niedlich. Was ist das denn? Nur Brutus? Ah, du hast Analyse. Das finde ich nett. Analyse! Target analyzed. Eingehüllt in einer harten Panzerhaut ist es resistent gegen physikalische Angriffe aufgrund seines Körpergewichts. Ziemlich träge. Aufgrund seines 1036, ja, das passt schon. Das heißt, wir haben jetzt hier 400 schon weggeschlagen. Machen wir mal Karte drauf. Mal gucken, ob es schon klappt. Tatsache! La 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 la. So, dann mussten wir alle für sich hier hin. Hä? Bin ich doof? Jellies! Das kann man von euch ziehen. Achso, ja. Analysieren wir mal eben kurz und dann mache ich auch einen kurzen Schnitt.
Halbflüssiges Monster, starke Abwehr gegen physikalische Angriffe. Seine Schwachstellen variieren. Aha. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich den Kampf beendet habe. Also bis gleich.